Möglichkeiten, seinen Hund artgerecht zu beschäftigen, gibt es viele. Dazu gehört auch die Personensuche, das sogenannte Mantrailing. Im Gegensatz zur klassischen Fährtenarbeit orientieren sich die Tiere hierbei nicht anhand von Bodenverletzungen, sondern arbeiten ausschließlich mit ihrem Geruchssinn, um die versteckte Person zu finden. Man nimmt von der vermissten Person eine Geruchsprobe. Das kommt in einen Zipbeutel rein, der auch nur der Hundeführer anfasst. Und dann bekommt der Hund die Probe zum Riechen und dann darf der starten. Der Plastikbeutel, in dem die Geruchsprobe verwahrt wird, verhindert die Kontamination mit anderen Gerüchen. So kann sich der Hund ausschließlich auf den individuellen Geruch der gesuchten Person konzentrieren. Die Auswahl des Geruchsträgers ist dabei fast unbegrenzt. Am besten sind Gegenstände, die eine raue Oberfläche haben, weil es am besten haftet. Ansonsten kann man jedes nehmen. Man kann einen Schlüssel nehmen, man kann Portemonnaie nehmen, man kann ein Unterhemd nehmen. Was man nicht so machen sollte, wären Socken. Die sind nicht so geeignet. Ansonsten kann man alles von der Person nehmen. Gearbeitet wird meist in Dreierteams. Das sogenannte Opfer versteckt sich und gibt dem Flanker per Telefon oder Walkie-Talkie seine Position durch. Dieser sagt dem Hundeführer dann Bescheid, dass gesucht werden kann. Zuvor findet noch der Perimeterlauf statt. Ein Orientierungslauf, bei dem der Hund die Umgebungsgerüche ungestört wahrnehmen kann. Erst danach wird das Arbeitsgeschirr angelegt und mit der Suche begonnen. Man sollte die Leine immer vor seinem Körper halten und nicht rechts und links mit dem Arm gehen, weil dann merkt der Hund sofort, dass eine Richtung vorgegeben ist. Wenn der Hund nochmal eine Kreuzung ausschließen will, sollte man sich immer seitlich stellen, damit man den Rückweg auch wieder freigibt. Und wenn man am wenigsten mit dem Hund redet, ist es für den Hund am besten, weil der halt eigenständig arbeiten soll. Man kann ihm Hilfsmittel geben, wenn ein großer Zaun kommt, der Hund will da durch, weil er weiß, dahinter ist das Opfer, dass man dann halt den nimmt. Dann dahin führt, wo ein Tor ist oder so und sagt, okay, ab hier kannst du weitermachen. Oder wenn er zwischendurch unsicher wird, dann nochmal den Hund einmal umschnallen, Perimeter machen, also nochmal die Kreuzung abgehen. Und wir umschnallen, sagen, okay, mach weiter. An Straßen muss man teilweise sagen, stopp, damit die aber warten wegen Autos. Und ansonsten sollte man die alleine arbeiten lassen. Ist das Opfer gefunden, wird der Hund belohnt und das Geschirr gewechselt. Es ist wichtig, für das Training ein eigenes Geschirr zu verwenden, das der Hund nur mit dieser Arbeit in Verbindung bringt. Beruflich werden Mantrailer zum Beispiel bei Rettungsstaffeln, Feuerwehr oder der Polizei eingesetzt, um vermisste Personen zu suchen oder nach einem Überfall die Fährte des Täters aufzunehmen. Doch auch als Hobby wirkt sich das Mantrailing positiv auf die Zusammenarbeit von Mensch und Tier aus. Das festigt auf jeden Fall die Hund-Mensch-Beziehung. Das wird ein großes Team. Der Hund hat ein Vertrauen zu Menschen und man muss sich als Mensch auf den Hund einfach verlassen können. Das Sozialverhalten wird, wenn man in der Gruppe zusammenarbeitet wie wir, unheimlich gefördert. Einige ängstliche Hunde bekommen viel mehr Sicherheit, die werden ja viel, viel selbstständiger. Und im Endeffekt tut es allen gut. Was so einfach aussieht, ist für die Hunde Schwerstarbeit. Daher sollten die Trainingseinheiten nicht zu lange gestaltet werden. Ein Trail reicht meist schon aus. Bis ein Hund auch über längere Distanzen aufmerksam suchen kann, dauert es bis zu 2 Jahren. Die Rasse spielt beim Erlernen keine Rolle. Voraussetzung für den Erfolg ist die Freude des Hundes am Suchen.